Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen. Jetzt geht das schon wieder los. Willkommen zurück bei Stardew Valley. Ihr habt sicher gemerkt, gestern hatte ich keine Folge für euch. Liegt einfach daran, ich hatte im Prinzip keine Lust aufzunehmen, muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Donnermorgen, endlich, schön. Ja, ich hatte wie gesagt keine Lust, was willst du? Okay. Schnauze. wie gesagt, ich hatte nicht unbedingt Lust gestern und dann habe ich es einfach sein gelassen. Und ja, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder da. Und ihr seht schon, hier ist eine neue Rare Crow. Und warum? Ach so, sie hat alles bewässert. Na, das ist ja gut. Danke. Warte mal. Ja, und ein paar neue Bewässerungsanlagen gab es auch noch. Übrigens habe ich hier mal ein bisschen an der Dateiendung geschraubt von meinen Aufnahmen. Jetzt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das alles klappt, aber ich denke doch mal, ich hoffe. Ich hoffe. Na? Mal gucken. So, du kommst wieder weg. Tschüss. Wie geht's euch, Freunde? Was gibt's Neues bei euch? Bei mir gibt's relativ wenig. Hatte jetzt ein bisschen weniger Zeit hier zum Aufnehmen. Gespielt habe ich trotzdem, aber nicht ganz so viel. Ja, also nicht ganz so viel. Also ihr seid schon noch alle auf dem Laufenden. Na, keine Sorge. Es gibt nichts Weltbewegendes Neues. Außer heute ist es dieses Luau-Fest. Irgendwie sowas. Um 9 geht es hier los. Warum bist denn du sauer? Ja, dieses Fest ist heute. Da gehen wir natürlich hin. Mit der Abigail im Schlepptau. Ah, okay. Das ist wunderbar. So. Und, ja, ich würde gerne wieder in die Höhle. Ich war auch in der Höhle. Ja. Ich war in der Höhle. So. Und wir stellen Produktion jetzt mal auf teuer um. Okay, das passt. Dann können wir raus. Ja, gestreichelt habe ich euch. Okay, nur noch kurz zu den Pilzen gucken. Ich will unbedingt in die Höhle. Und nein, das ist die falsche Truhe. Und hier die Fischtruhe. Ich habe jetzt noch diese Crab Pots. Die müssen wir noch irgendwo hinbringen. Ne? So, da ist nichts. Okay, dann können wir ja mal in die Stadt gehen. Ja, ich muss jetzt zugeben, ich bin gerade am Debattieren mit mir selber, was für Spiele ich denn noch spielen soll. Ne? Im Moment ist es ja ein bisschen mau auf dem Steam-Marktplatz. Da gibt es jetzt nicht unbedingt so viel, was mich jetzt persönlich auch interessiert. Weil wie gesagt, es bringt ja nichts, wenn ich irgendwas spiele, was euch gefällt. Ist natürlich schön, wenn es euch gefällt. Aber wenn ich da total lustlos rangehe, hat da auch keiner was davon. Ne? Und deswegen warte ich jetzt noch ein bisschen ab. Mal gucken, ne? Was mir noch so über den Weg läuft. Vielleicht irgendein Download-Spiel. Gibt ja auch ganz nette kostenlose, die man mal anspielen kann. Mal gucken. So, jetzt sind wir auf jeden Fall beim Luau-Fest. Scheiße. Ah, okay. Gott sei Dank, ich habe was dabei. Okay. Ja, ich habe was mitgebracht. So, hier müssen wir wie immer was reinpacken. Ja, das passt schon. Wo ist unsere Freundin? Aha, Schatzi. Ja. Okay, ich quatsche hier mal ein bisschen durch, weil ich in letzter Zeit habe ich ein bisschen die Leute hier vernachlässigt, muss ich zugeben. Gibt natürlich dann auch Punkteabzug ein bisschen. Das ist doof. Besonders Oma und Opa habe ich seit 3000 Jahren nicht mehr gesehen hier. Die packe ich mir noch kurz und dann legen wir auch schon los, weil, naja. So, okay. Zutat ist drin, dann gehen wir wieder zum Bürgermeister.
Freund, los geht's. Ja, ich habe reingepackt. So, jetzt bin ich gespannt, ob das in Ordnung war. Oh Gott sei Dank haben wir was dabei gehabt. Also ihr Lieben, es ist mal wieder Zeit für die, ja, Zeremonie, die Fressorgie. Ich glaube euch allen und ich vertraue euch, dass ihr lauter hochwertige Zutaten in den Topf, in den Eimer heute, dieses Jahr hineingeworfen habt. Wir möchten ja nicht, dass der Governor seinen Besuch bereut. Aber ich denke, wir können das. Also, Governor, würdest du uns die Ehre erweisen und die Suppe probieren? Aber natürlich, darauf habe ich mich schon das ganze Jahr über gefreut. Komm, bitte. Ja. Ja. Oje. Oh. Oh. Ich habe nicht so viel darüber zu sagen. Es ist eine durchschnittliche Suppe. Oh. Oh. Er hat recht. Es ist nichts Besonderes, aber auch nicht schlecht. Na toll. Na toll. Ach Mensch. Ja, aber hier dieses Pfefferzeug, ne? Naja. Okay, das ist jetzt auch nicht so tragisch. Da haben wir jetzt keinen gravierenden Nachteil daraus. Okay, Freunde, nur passt mal auf. Zack, das kommt hier rein. So, und zwar, wir gehen jetzt dann gleich. Ja, machen wir. Gehen wir in die Höhle, weil morgen soll es ja dann schlechtes Wetter sein. Endlich. Gewitter, yay, unsere Batterien füllen sich vielleicht mal auf. Das wäre großartig. Ein bisschen gekocht habe ich übrigens auch. Ja. Hier für einen kleinen Hunger nehme ich noch Tortillas mit. Tortillas, Mensch Gott, was habe ich denn da gerade gesagt? Tortillas, yay. So, guten Morgen, Freunde. Wer hat Geburtstag? Niemand, sehr schön. Wo ist die Abigail? Die ist schon gar nicht mehr da. Jo, interessiert mich jetzt hier alles nicht. Ab aufs Pferd, ab in die Mine. Das mache ich hier immer noch schnell, weil, na, hier Geld und so. Gute Geldanlage. Da brauchen wir auch noch mehr von den Teilen. Nur da haben wir noch nicht das Rezept. Das dauert noch. Da haben wir nur bei den Bundles haben wir das freigeschalten. Und es wäre wirklich toll, wenn wir da ein paar mehr haben, weil wir uns da jetzt eben nur auf diesen, was war es, ein Amethyst, ne? Nur auf den können wir uns da spezialisieren. Mehr gibt's da nicht. Also du kannst dann da auch nicht mehr wechseln, wie ich das gesehen habe. Ein bisschen weiter habe ich hier auch gemacht. Jetzt muss ich mal einen Schluck trinken. So, also ein bisschen weiter habe ich gemacht, aber jetzt nix zu krass, ne? Oh, wir haben Mauern. Jetzt wird's ja bald interessant, habe ich das Gefühl. Vielleicht gibt's jetzt auch keine Fledermäuse mehr, sondern wieder... Ah, Kohlepopel. Also dieses Schwert ist schon Gold wert, ey. Muss ich schon mal sagen, ne? Das ist spitze. Da haben wir uns wirklich einen großen Gefallen getan. Ist jetzt zwar nicht eins der besten, aber Temp... Wow. Was bist du denn für ein Arsch? Okay, krass. Erinnert mich ein bisschen an Minecraft, ne? So. Ja, jetzt bin ich den Kuchen gar nicht losgeworden. Das ist ein bisschen schade. Jetzt haben wir den natürlich im Inventar, aber gut, zur Not essen wir den. Na, falls der uns wirklich im Weg sein sollte. Aber ich denke mal, das geht auch so. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt müsste ja auch mal bald hier eine Lava-Welt kommen, ne? Wer uns fehlt ja im... Wow. Uns fehlt ja im Bundle...
Okay, die werden dann doch etwas stärker jetzt. Uns fehlt im Bundle nämlich noch dieser, wie hieß denn das? Feuerquarz? Was? Feuerquarz? Ich glaube, es war Firequart. Oh, Scheiße. Ja, gut, die sind jetzt nicht so schlimm, aber ich bin heute auch nicht so gut, ne? Also ihr könntet auch mal was droppen, ne? Da wäre ich euch sehr, sehr, sehr verbunden, meine Lieben. Droppt doch bitte mal was. Ah, Kupfer. Ja, Kupfer brauchen wir. Wir müssen ein bisschen weitermachen mit den Bewässerungsanlagen. Wir haben jetzt zwar schon einige. Was war denn das jetzt? Aber da geht natürlich noch viel, viel mehr. Und ich möchte das auch so gut wie es eben geht automatisieren. Wieso droppen denn die nix? Ja, die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich ein bisschen gering beim Droppen. Ah, diese Frozen Geodes, ne? Oh. Aber hier, der kriegt hier auch kaum einen Knockback, ne? Heißt doch Knockback, glaube ich. Oh, Scheiße. Also hier, die werfen immer komische Sachen, ne? So. Da haben wir noch schön Erz. Aber ich muss jetzt ehrlich mal zugeben, dass mir Kupfer jetzt gerade lieber wäre. Weil wir so viel Eisen haben. Naja, gut, was heißt so viel? Na, es ist eigentlich gerade egal. Eisen nehme ich natürlich auch. Oho. Aber Kupfer bräuchten wir halt genauso. Und Kupfer ist halt hier auf der Ebene nicht mehr so. Hier gibt es halt nur noch das gute Zeug. Aha, da kommt wieder so ein Arsch. Oh, cool. Haben wir gleich zwei Ausgänge hier unten. Ja, die Dinger habe ich immer noch nicht entschlüsselt. Weiß ich nicht. Mal gucken. Oh, hier liegt noch Eisen. Also liegen lassen tun wir es natürlich auch nicht, ne? Wenn wir es schon haben. Boah, ich muss hier mal was schnabulieren. Pass mal auf. Mensch. Die hauen einem schon ganz gut rein, ne? Also ich glaube auch jetzt so ein Kampflevel wäre jetzt auch nicht so attraktiv, ne? Oh, Geist, kriegen wir wieder Solaressenz. Das ist natürlich schön, aber der ist ein bisschen nervig zum Killen. Fünfmal musste, glaube ich, draufhauen. Ja. Aber gut, er ist nicht unbedingt eine Bedrohung, ne? So lahm wie der ist, kannst du dich schön drauf konzentrieren. Quarz brauche ich auch nicht, weil ich in letzter Zeit viel angeln war. Und jedes Mal, wenn ich halt eine Brille wieder aus dem Wasser gezogen habe, Golderz, aber nur eins. Das ist traurig. Ja, jedes Mal, wenn ich eine Brille aus dem Wasser gezogen habe, habe ich natürlich auch direkt dann in den Schredder wieder gepackt, ne? In die Recyclingmaschine. Und dann kam natürlich Refined Quartz direkt wieder raus. Boah, die haben schon Kraft, ey. Die haben schon Kraft, Mensch. So. Ja gut, Steine haben wir jetzt mittlerweile auch genug. Da dachte ich ja immer, dass es vielleicht ein kleines Problem wird. Dass Stein als Ressource ein bisschen geringfügig hier verteilt ist in Stardew Valley. Aber so schlimm ist es gar nicht. Also wenn man öfter mal in die Höhle geht, ist es in Ordnung. So, hier unten waren wir noch nicht, ne? Ich gehe hier trotzdem lang, ne? Ich will nichts verpassen. Ich loote hier jedes Level bis zur. Ja, bis zum Schluss. Wisst ihr ja mittlerweile, ne? So. Außerdem, ja, der Kevin, der hat sich mal wieder ein neues Spiel gewünscht. Der würde mal gerne wieder was anderes sehen. Ja, verstehe ich, ich hab nur nix. Ich habe jetzt Transmission Element 201 oder wie auch immer das hier heißt. Weiß ich gar nicht mehr.
Das waren aber kurze Level. Aber das, ich weiß nicht, das ist auch gar nicht so mein Fall, ne? Ist schwierig, ist schwierig. Das ist nicht so mein Fall, dieses Half-Life-Zeug. Habe ich mal angezockt und bin echt gnadenlos gescheitert. Naja, mit diesen, da muss ja auch Rätsel lösen und sowas. Und boah, hör mir auf, ey. Hör mir auf. Jetzt haben wir 4:20 Uhr. Nee, das schaffen wir nicht mehr. Noch fünf Dinger. Jo, kommen wir einfach beim nächsten Regen wieder. Okay, 75. Klasse. So muss das sein. Und jetzt hoffe ich, dass die Be Oh, die Abigail spielt Flöte. Sehr schön. Miche, warum bist du denn hier draußen im Regen? Ich mache nur ein bisschen Arbeit, ich genieße das Wetter. Oder ich könnte dir dieselbe Frage stellen. Ja, ich mache Arbeit. Ah, ich verstehe. Ich bin hierher gekommen, um ein bisschen Zeit alleine zu verbringen. Ja, du, wir gehen wieder. Kein Ding. Aber ich störe mich nicht an deiner Gesellschaft. Ja, es ist, Fräulein, das wäre noch schöner. Du wirst ja ganz durchgenässt. Stell dich doch mit unter den Baum. Gute Idee. Es ist unglaublich oder es ist unmöglich, dieses Gefühl zu beschreiben. Die Regenwände, wie sie, boah, das ist so doof gemacht, ey. Das sagt man im Deutschen so nicht. Also quasi wie dieser Regen ganz leise über den See hinweg flüstert. Ja, alles klar. Was ist das? Hey, eine Mini-Harfe. Ja klar, hab ich dabei, wenn ich in die Höhle gehe. Kein Ding. Du bist ja voller Überraschungen, Michael. Ich bin begeistert. Ja, alles klar. Und wieder so schöne Musik. Boah. Oh, ich mag das. Ich mag das. Ich finde das süß. Ah, klasse. Ach ja, das macht natürlich oh, das wertet dieses Spiel nochmal so auf, ne? Diese Sequenzen da, die braucht kein Mensch und die sind einfach so schön, die sind so schön. Also was heißt, die braucht kein Mensch, ne? Ihr wisst bestimmt, was ich meine, ne? Die sind einfach reingemacht, weil sie einfach reingehören. Verstehst du? Ach toll. Scheiße. Doch noch nichts. Naja, gucken wir mal. Wird schon, wird schon. Holz haben wir nichts bekommen. Okay, nur Basov. Ja, Steine, das ist schön. Da haben wir auch nichts. Nam, 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 nam. Ja. Pass mal auf 25, so, da haben wir 5, die nehmen wir natürlich auch mit. Ja, das war, echt. Okay, wie viel brauchen wir denn da? 5, 6 mal Kohle, dann können wir da lassen. Schleim gehört da nicht rein, Solaressenz gehört da eigentlich auch nicht rein.
Also das hier, Bomben. Ja, ich weiß nicht genau, ob wir die wirklich brauchen, diese Bomben, oder ob wir die vielleicht verkaufen sollten. Ich weiß es nicht. Ich bin mir da noch nicht so sicher, ne? So, das ist okay. Ja, ich brenne jetzt das Quarz nicht, oder? Wo ist denn unser Quarz hin? Hier, 21. Das ist total für einen Eimer. Brauchen wir nicht. Also brauchen wir schon, aber müssen wir jetzt nicht unbedingt brennen. Das geht schon so. So, Freunde. Dann parke ich mal das Auto hier. Und dann beenden wir den Tag gleich. Ja, hier ist ja eh zu. Genau. Hier müssen wir auf jeden Fall noch. Oh, das nehme ich mal nicht. Tomaten, die brauchen wir, glaube ich, auch noch fürs Gemeindehaus, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, Spiceberry, wow. Bin begeistert. Ja, Melonen brauchen wir auch. Da müssen wir auch noch. Oh, hier kommt eine gute Ernte wieder zusammen. Das freut mir. So. Und hier, Hopfen. Yes. Endlich. Wir können endlich das Bier brauen für die Pam, ne? Pam war das, wenn mich nicht alles täuscht. Die wartet seit Jahr eins auf ihr Bier. Auf ihr Pale Ale. Oh Mann. Aber gut, ja, wir sind ja hier kein Bierlieferant, ne? Wir sind ja Bauern. So. Das war jetzt doof, aber so bin ich. Schwupps, dich nehme ich noch mit. Dann kommst du nämlich hier mal gleich in die Einlegestation. Ich weiß nicht, ob ich Hopfen einlegen soll. Ob das so sinnvoll ist, ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall hier rein kommen Tomaten. So und so. Ich weiß nicht, ob wir da 5 brauchen. Es kann sein. Ich bin mir nicht sicher. Den goldenen Hopfen lasse ich natürlich auch da. Das schadet gar nicht, wenn wir den auf jeden Fall mal behalten. Na, wo ist es denn hier? Mensch, was machst du denn? Und wegschmeißen können wir. Also das brauchen wir nicht. Nee, ich schmeiß das nicht weg. Also ich verkaufe das jetzt nicht. Das kommt hier rein. Das ist nämlich unser Getränkeproduktionsteil. Das brauchen wir da nicht. So, das ja brauchen wir nicht. Das passt schon. Okay. Nun pass mal auf. Hund, haben wir dich gestreichelt? Nein. Wir sind nachlässig, Freunde. Okay. Da können wir ja mal gucken. Können wir so machen? Spaghetti! Cool! Machen wir mal 5 Spaghettos. Was ist das hier? Radish. Machen wir da nochmal 2. Fried Egg. Ja, nochmal 2 Pancakes. Also, Pancakes sind gar nicht so schlecht. Und Brot mache ich nicht, weil das ist der größte Mist. Zack, zack, zack. Das können wir ja mal so mitnehmen, ne? Das sollte reichen. Ja, ich verschwende den Tag jetzt hier nicht. Ne, mache ich nicht. Wir warten jetzt hier. Weil ich brauche hier auf jeden Fall noch einen. Ich brauche hier noch lauter Dinger, ne? Hier muss ich noch voll machen. Also auch wenn es jetzt theoretisch totaler Mumpitz ist, es ist mir aber egal. Ich möchte, dass das hier vernünftig ist. Auch wenn das natürlich jetzt so von der Idee her, wow, gar nicht so intelligent wäre. Bitte, bitte gib mir. Ich will doch, Freunde. So, da können wir auf jeden Fall jetzt schon mal einen machen. Wo war das hier, ne? Ja, so, dann ist das auch schon mal bewässert und wir haben da unsere Ruhe. So.
Okay, und jetzt können wir pennen. Jetzt gehen wir pennen, den Rest brennen wir morgen. Wo ist Schnuffi? Ach, die ist gar nicht zu Hause. Super. Jo, Level 5 Combat. Super. Können wir wieder auswählen zwischen Fighter. 10% mehr Damage auf alle Attacken. Oder 50% höhere Chance für einen kritischen Strike. Boah. 50% mehr Chance auf einen kritischen Strike. Da wäre doch das sinnvoller, ne? Ich glaube, wir nehmen das ist sinnvoller, weil Damage hat ja, haben ja irgendwann die Schwerter, wenn wir da tolle Schwerter haben, sowieso. Halte ich das für sinnvoller. So, es regnet. Juhu. Keine Arbeit, nur Ernten. Toll. Abigail, mein Schatzi. Bitteschön. Ja, ich weiß doch, du magst mich. Lebens. Wieso kann ich dich heute nicht küssen? Aha. Wir haben noch keine 13 Herzen. Es gibt nämlich 13 von 12 Herzen. Weiß nicht, wie lange das dauert. Lieber Michi, du bist so ein toller Nachbar, dass ich dachte, ich schicke dir mal ein bisschen Tierfutter rüber, damit es deinen Job einfacher macht. Ja, mach weiter so, Mani. Danke. Also das ist wirklich mal was Sinnvolles. Ohne Scheiß. Das ist klasse. So, du kommst mit. Ja, du kommst erstmal hier rein. Tierfutter bringe ich gleich mal den Tierchens. Ah, hier kam noch nichts raus, ne? Scheiße. So, Freunde. Dann bediene ich mich mal eurer Glückseligkeit. Warte mal, wir gehen direkt wieder in die Höhle. So machen wir das. Ich bin ja auch blöd, ne? Mann. Statt dass ich mal mitdenke. Gut, dann packe ich das jetzt erstmal hier rein. Wir wissen ja, dass es hier ist. Schwupps, okay, halt. Okay, dann haben nämlich die Pferde, wollte ich gerade sagen, die Kühe auch was. So, pass auf, nutzen wir aus das Wetter. So viel schlechtes Wetter gibt es ja hier nicht. Und schlechtes Wetter ist nun mal Höhlenwetter, ne? So. Gleich direkt hin. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Zeit verloren, aber ich denke mal, das ist alles noch im Rahmen. Und die Folge ist jetzt eh gleich rum, aber ich spiele natürlich weiter. Und ich weiß nicht, vielleicht uploade ich dann diese Folge heute auch noch. Das kann ich aber noch nicht versprechen, ne? Vielleicht ist sie dann auch für morgen, je nachdem, wie ich lustig bin, ne? Je nachdem, ob ich morgen auch Zeit habe aufzunehmen. Ich glaube aber nicht. Naja, kann auch sein, dass ich jetzt drei Folgen mache und ja, die dann eben zwei heute hochlade, eine morgen oder so oder andersrum. Mal gucken. Das seht ihr dann schon. So. Wir sind da ja flexibel, ne? So, ich freue mich auch, wenn ich hier jetzt endlich auf Level 100 bin. Es wird Zeit. Es wird echt Zeit. Ich will Level 100 sein. Das sieht mir fast nach einem kampfintensiven Level aus. Naja, das ist definitiv die bessere Wahl gewesen.